Na, ich hoffe doch, dass jetzt ganz viele Augen freudig glänzen werden. Denn Silas war der dritte Weihnachtssechsteiler im ZDF, nach denen ich immer wieder gefragt worden bin. Und somit wurde die Serie dann auch die Nummer 1 in unserem 5000 Abonnenten-Special. Naja, das ist eben auch schon 2 Wochen her, nicht wahr? Dass Silas völlig anders ist als die meisten Weihnachtsserien, die danach kommen sollten, ist mir bewusst geworden, als ich mir die Reihe in Vorbereitung für dieses Video noch einmal angesehen habe. Und Junge, kann ich euch jetzt was erzählen. Willkommen beim Fetten Loser im Exil. Ich bin der Fette Loser im Exil und auch heute habe ich euch wieder einen Klassiker der Fernsehunterhaltung mitgebracht. Hierbei werde ich natürlich wieder einmal massiv spoilern. Wenn ihr die Reihe also noch nicht gesehen haben solltet und sie noch unvoreingenommen sehen wollt, dann... Verpisst euch! Die sogenannten Weihnachtsserien des ZDF, welche zwischen 1979 und 1998 produziert wurden, zogen vor allem in den ersten Jahren Millionen von Fernsehzuschauern in ihren Bann. Dabei richtete sich die Reihe vornehmlich an die Kinder, weshalb auch die Hauptfiguren meistens Teenager waren. Mitte der 90er wurden die Weihnachtsserien schließlich aufgrund der massiven Konkurrenz durch die Privatsender und die nachlassende Qualität der Produktionen eingestellt. Ich erwähnte ja bereits, dass sich die Serie sehr stark von den anderen Weihnachtssechsteilern im ZDF unterscheidet. Deshalb ist es nicht ganz so leicht, sie in einem Satz zu beschreiben. Tim Thaler ist der Junge, der sein Lachen verkauft und dafür fortan jede Wette gewinnt. Patrick Paccard ist ein Junge, dem von einem Spion per Laser eine geheime Formel unter den Fuß gebrannt wird und der daraufhin zum Ziel verschiedener Geheimdienste wird. Und Oliver Maas gerät in den Besitz einer magischen Geige, mit der er einen Tag weit in die Zukunft sehen kann. Silas hingegen ist ein Junge vom Zirkus, der mit seinem Pferd durch die Gegend reitet. Ach ja, und den jeder umbringen will, aber das ist ein Umstand, der in der Serie eher nebensächlich behandelt wird. Silas ist ein Zirkuskind, das eines Tages davonläuft, als sein Ziehvater, der Schwertschlucker Philipp, auch ihn dazu zwingen will, ebenfalls Schwerter zu schlucken. Auf seiner Flucht gerät er auf den Hof des Bauern Bartolin, dem er mit seiner frechen Art imponiert. Von ihm gewinnt er bei einer Wette einen schwarzen Hengst, mit dem er fortan durch die Lande zieht. In der Buchvorlage handelt es sich übrigens um eine schwarze Stute. Da werden jetzt einige Hardcore-Feministinnen sicherlich Schnappatmung kriegen. Yeah! Bei seiner Reise begegnen Silas sowohl neue Freunde wie der hinkende Holzschnitzer Bein Godig, die blinde Maria, der Otterjäger oder die kleine Jenny, aber auch jede Menge Halunken wie die Pferdekrähe, die Taube oder die Schmuggler unter der Führung des Flussmüllers. Außerdem ist ihm Philipp, der Schwertschlucker, auf den Fersen, der ihm die Sehnen an den Füßen durchschneiden will, damit er nicht mehr davonlaufen kann. Was einem beim Betrachten der Reihe schnell auffällt, ist, dass die Geschichte keinen festen Handlungsstrang besitzt. So kommt es einem vor, als wenn man ein 4-stündiges Best-of einer viel längeren Serie ansieht. Oftmals hat man sogar das Gefühl, dass ganze Teile der Story einfach entfernt oder herausgeschnitten wurden. Das liegt daran, dass der Sechsteiler eine Zusammenfassung der ersten 3 Ausgaben einer 14 Bücher umfassenden Romanreihe mit dem Namen Silas Ogdensorte Hoppe der dänischen Schriftstellerin Cecil Bodka darstellt. Alleine in den ersten 30 Minuten der ersten Folge wird das gesamte erste Buch abgehandelt. Erstaunlich! Bodka beschreibt Silas als eigenständigen Jungen, der nur seiner selbst bewusst ist. Er definiert sich nicht dadurch, wessen Kind er ist oder wo er herkommt, sondern ist einfach nur er selbst. So sagt er immer frei heraus, was er denkt und wirkt in seinen Aussagen oftmals ziemlich dreist, weil er klar formuliert, was er will. Er hat sich schließlich niemandem gegenüber zu verantworten, außer sich selbst. Nach dem großen Erfolg der Serie setzte Bodka 1984 schließlich die Silas-Reihe fort, nachdem 1978 eigentlich das letzte Buch erschienen war. Der Schriftsteller Justus Pfaue erstellte das Drehbuch für die Serie. Er sollte später noch weitere Bücher für die Weihnachtsserien Jack Holborn, Nesthäkchen, Patrick Paccard und Anna verfassen und war auch für weitere Serien wie Manny der Libero und Die Wicherts von nebenan verantwortlich. Außerdem fungierte er als Spielleiter der Gameshow Die Pyramide mit Dieter Thomas Heck. Der damals 13-jährige Patrick Emanuel Bach wurde durch die Serie Silas bekannt und gewann für seine Darstellung 1982 sogar den Bambi. Doch die Rolle des Silas sollte nicht Bachs erster Fernsehauftritt gewesen sein, denn bereits als 9-Jähriger war er in der Rudi Carrell-Show am laufenden Band zu sehen.
Er war außerdem der einzige Darsteller, der in weiteren Weihnachtssechsteilern zu sehen war. 1982 in Jack Holborn und 1987 in Anna, die sogar einen eigenen Kinofilm bekam und damit Bachs zweiten Ausflug auf die große Leinwand darstellte. Der erste fand nämlich bereits 1984 in der Komödie Drei und eine halbe Portion statt. Auch in den darauffolgenden Jahren war Bachs Gesicht ein ständiger Begleiter durch die TV-Landschaft. So war er unter anderem in Serien wie Nicht von schlechten Eltern, Die Wache, Die Strandklicke und Rote Rosen zu sehen. Außerdem ist er noch als Hörspiel- und Synchronsprecher tätig. In der Herr-der-Ringe-Trilogie ist er zum Beispiel als Samwise Gamgee zu hören und fungiert seitdem als die deutsche Stimme des Darstellers Sean Austin. In der Rolle des Schwertschluckers Philipp war übrigens der Schauspieler und Komiker Dieter Krebs zu sehen. Krebs erlangte 1973 bundesweit Bekanntheit durch die Serie Ein Herz und eine Seele, in der er den Schwiegersohn von Alfred Tetzlaff, Michael Graf, verkörperte. Die Rolle verdankte er seiner damaligen Freundin Hildegard Krekel, die in der Serie auch seine Frau spielte. Nach dem Ausscheiden aus der Serie übernahm er 1978 die Rolle des Kriminalobermeisters Dieter Herle in der Krimireihe Soko 5113. Er war sogar mal als Tatortermittler Nagel zu sehen, und zwar in der Folge Alles umsonst von 1979. Allerdings blieb es dann auch bei dieser einen Folge. Legendär sollte Dieter Krebs aber vor allem als Komiker werden. So war er ab 1981 Teil des Ensembles von Rudis Tagesshow, bevor er 1984 sein eigenes Comedy-Format SketchUp bekam. Dem folgten weitere ähnliche Serien wie Voll daneben, Rost, die Dieter Krebs Show und Der Dicke und der Belgier. Auch als Sänger versuchte sich Krebs das eine oder andere Mal. So landete er 1991 mit Ich bin der Martin, ne? auf Platz 3 der deutschen Singlecharts und besang 1998 als Herr Krups Herbert Grönemeyers Currywurst. Nachdem seine Darstellung des korrupten Spediteurs Kampmann in dem Film Bang Boom Bang von Kritikern hochgelobt wurde, sollte Krebs auch in dem Film Was nicht passt, wird passend gemacht mitspielen. Doch leider verstarb er noch vor Drehbeginn im Januar 2000 im Alter von nur 52 Jahren an den Folgen eines Lungenkrebsleidens. 3 Tage vor seinem Tod stand er das letzte Mal auf der Bühne. Doch auch der Rest des Casts ist unheimlich interessant. Da hätten wir zum Beispiel den Flussmüller, gespielt von dem talentierten Herrn Habeck. Nein, nicht der Habeck, der Habeck. Nämlich Michael Habeck, den wir schon aus der Rappelkiste kannten. Vor allem aber solltet ihr seine unverwechselbare Stimme kennen, denn er übernahm nach dem Tod Gerd Dufners 1996 dessen Sprechrollen von Ernie aus der Sesamstraße und Barney Geröllheimer von der Familie Feuerstein. Ebenso hat er in einigen Filmen Oliver Hardy gesprochen und sogar den bescheuerten Clown in Spawn. Zu sehen war er unter anderem in Filmen wie Der Name der Rose, Werner Beinhardt, Texas, Doc Schneider hält die Welt in Atem und Ossis Eleven. Eine habe ich noch. Hans-Helmut Dickhoff, der die Rolle des wohlhabenden Herrn Sandal spielte, war immer wieder in wechselnden Rollen in Serien wie dem Traumschiff, Derrick, Ein Fall für zwei oder Der Alte zu sehen. Alleine 7 Mal trat er im Tatort in Erscheinung. Uns dürfte er vor allem als Kriminalhauptmeister Löschner in Tod eines Schülers und vor allem als Doc bei den Fraggles im Gedächtnis geblieben sein. Einen habe ich noch. Zu guter Letzt muss ich noch die Schauspielerin Ingeborg Lapsin erwähnen, die die Figur der Pferdekrähe verkörperte. Sie müsste euch vor allem wegen ihrer markanten Stimme bekannt vorgekommen sein. Diese lieh sie nämlich Willie Tanners Schwiegermutter Dorothy Halligan in der Fernsehserie Alf. Und wem ihr Gesicht bekannt vorkommt, der könnte sie unter anderem als Katharina Wespe in der Fernsehserie Büro Büro gesehen haben. Himmel, Herrgott, der Cast ist ja noch viel interessanter als die Serie selbst. Aber da gibt es noch einiges mehr, was ihr sicherlich noch nicht wusstet. Gedreht wurde die Serie nämlich nicht in Deutschland, sondern in Auray, Locron und Vannes in der Bretagne und im Männerkloster Abbaye-aux-Hommes in Caux und Honfleur in der Normandie. Untermalt werden diese wunderschönen Bilder mit der Musik von Christian Bruhn, der die Soundtracks zu 6 der ersten 7 Weihnachtssechsteiler komponiert hat. Muss ich jetzt noch mehr über diesen genialen Komponisten sagen, der uns unter anderem die Soundtracks zu Kli Kla Klavitter, Vicky, Heidi, Sindbad, Die Rote Zora, Captain Future, Manny der Libero, Alice im Wunderland, Die Wicherts von nebenan und Alle meine Töchter geschenkt hat? Ich denke nicht. Regie bei dieser Serie führte übrigens Sigi Rothemund, der oftmals auch als Sigi Götz geführt wurde. Und spätestens jetzt sollte es bei euch allen klingeln. Denn nachdem Götz sich in den 70ern vor allem durch einige Lederhosenfilme regiert hatte, lieferte er uns in den 80ern unter anderem Kinofilme wie Piratensender Powerplay, Big Mac, Die Einsteiger und Starke Zeiten.
Zudem führte er außer bei Silas noch bei den Weihnachtsserien Tim Thaler und Jack Holborn Regie. Seine Tochter Nina Rotemund ist übrigens als Silas Freundin Jenny in der Serie zu sehen und spielte bis 2010 in verschiedenen Serien und TV-Filmen mit. Hat euch der Trip in die 80er gefallen? Dann hier, Daumen wäre Knorke. Und ich habe noch große Lücken in meiner Abonnentensammlung. Wäre toll, wenn ihr mir da aushelfen könntet. Ansonsten gilt wie immer, der nächste Beitrag kommt am Freitag.